Hallo, ich bin Martina und heute zeige ich dir, wie du WordPress auf deinem Server installierst. Du brauchst zunächst einmal die WordPress-Installationsdateien, die findest du unter de.wordpress.org. Wenn du das WordPress eben auf Deutsch installieren möchtest, da bekommst du direkt schon die neueste deutsche Version. Das ist jetzt hier in diesem Fall die WordPress 4.7.3. Ich gehe jetzt hier auf Herunterladen und suche mir eben auf meinem PC, ich nutze Windows hier, einen Ordner, wo ich das dann abspeichern kann. Mal diese ZIP-Datei abspeichern. Kleinen Moment warten, bis es runtergeladen hat. Und dann gehe ich in meinem Explorer auf diesen Ordner, entpacke die ZIP-Datei. Ich benutze WinRAR, das kann aber auch jeder andere Entpacker sein, bei Mac dann dementsprechend Programm. Ich entpacke das. Und dann ist es jetzt hier in dem Ordner WordPress geladen. Das sind die Installationsdateien von WordPress. Diese Ordner müssen wir gleich, so wie sie sind, auf den Webserver hochladen. Zunächst mal müssen wir hier noch was einstellen. Also das ist ja nicht ganz so, wie sie sind. Also wir müssen hier diese wp-config-sample bearbeiten. Ich bearbeite sie mit Notepad++. Das ist ein Texteditor für Windows. Ich würde jetzt nicht den vorinstallierten Notepad benutzen, sondern schon den hier, weil der ein bisschen funktionaler ist und auch im richtigen Format speichern kann. Jetzt habe ich diese Datei geöffnet. Sieht ja erstmal ein bisschen wüst aus, wenn man das nicht gewohnt ist. Ich zeige dir aber, was du hier einstellen musst. Zunächst hast du hier mal diese grün, sind jetzt bei mir grün dargestellt im Notepad++. Also diese Zeilen mit den Sternchen oder den Slash, den Backslash, das sind Kommentare. Das wird gar nicht ausgelesen, sondern es sind Hinweise für dich, was du wo einfüllen sollst. Wichtig ist zum einen hier Datenbankname, Benutzername der Datenbank, Passwort der Datenbank, die MySQL-Server-Adresse, in der Regel ist das Localhost. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste, was wir brauchen. Falls du das noch nicht getan hast, solltest du bei deinem Host jetzt eine Datenbank anlegen. Ich zeige dir das jetzt für den Fall. Ich bin bei allinkel.com und gehst du hier in den CAS, gehst du auf Datenbanken. Und dann oben auf Neue Datenbank anlegen. Gebe ich hier unter Kommentar den Namen der Datenbank ein. Passwort generiere ich mir jetzt erstmal automatisch. Dann generiert er auch ein recht sicheres Passwort. Ich gehe jetzt hier auf Speichern und dann bekomme ich hier schon angezeigt, dass die Datenbank angelegt wurde. Die Daten, die ich brauche, finde ich dann auch hier in dieser Ansicht. Ich habe hier wp-test, die Datenbank, die ich gerade angelegt habe. Ich kopiere mir den Datenbanknamen. Der ist bei AllInkel gleich dem Benutzernamen. Hier, wo in der wp-config steht, Datenbankname hier einfügen. Dann füge ich den Datenbanknamen ein. Den Benutzernamen, was ja das gleiche ist, füge ich auch hier ein. Ich gehe nochmal drauf, hier unter Bearbeiten, hinter diesem kleinen Pfeil. Bekommst du nochmal das Passwort angezeigt. Auch das kopiere ich mir raus, kopiere das in die wp-config.php. Localhost lasse ich stehen, weil das ist in der Regel immer, also bei AllInkel ist es so, dass es Localhost ist. Wenn das bei deinem Serveranbieter anders ist, wird dir das auch in den FAQs des Anbieters auch angezeigt. In der Regel ist aber Localhost. Was wir noch brauchen, ist diesen Sicherheitsschlüssel, dieser SALT-Schlüssel. Da findest du diesen Link oder HTTPS, von HTTPS bis zu diesem Slash einmal kopieren und in deinem Browser eingeben. Und dann bekommst du hier diesen Schlüssel angezeigt als Text. Das kopierst du genauso, wie es ist. Markieren, kopieren und kopierst es in die wp-config. Das ist jetzt halt diese wp-config-sample.
Wir möchten aber das Ganze ja, genau, das ist natürlich diese Sample, die muss anders heißen. Die muss wp-config heißen. Das ist immer so ein Ding, also diese Sample-Datei nicht hochladen, das liest WordPress eben nicht aus, sondern es muss wp-config heißen. Dann speichere ich das unter wp-config ab, habe es jetzt gespeichert und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt über. Jetzt muss man nämlich das Ganze hier erstmal hochladen per FTP. Was du ansonsten noch tun kannst, um deine WordPress-Installation ein wenig sicherer zu machen, ist ein Datenbank-Tabellenpräfix anzulegen, also ein anderes Präfix auszuwählen für die Datenbanken, das wäre hier in diesem Bereich Table-Präfix. Dann schreibst du hinter dieses WP-Unterstrich irgendwas ganz, irgendwas, was schwer zu erraten ist, mit Zahlen, Buchstaben, Klein- und Großbuchstaben. Und das trägst hier ein und speicherst das dann nochmal ab. Und dann kommen wir als nächstes zum Upload per FTP. So, dann geht es nun ans Hochladen der WordPress-Installationsdateien. Ich nutze jetzt hier der Einfachheit halber FileZilla. Das ist ein schönes Programm, mit dem du, ein FTP-Programm, mit dem du die Daten hochladen kannst. Ich habe hier schon alles vorbereitet, meine Zugangsdaten ausgefüllt. Gehe hier auf Verbinden und genau, habe jetzt hier auf der linken Seite mein Installationsverzeichnis idealerweise aufgerufen. Und auf der rechten Seite das entfernte Verzeichnis, also das Verzeichnis, in dem ich die WordPress-Installation reinhaben möchte. Ich kopiere mir jetzt, also ich markiere alles, was ich im linken Fenster habe, also auf meinem lokalen Ordner, und ziehe das gleich per Drag and Drop rüber. Ich lasse hier jetzt nur diese wp-config-Sample weg, die hätte ich ja vorher schon löschen können, genauso wie die readme.html, liest.html und license.txt, die brauche ich nicht hochzuladen. Ich gehe jetzt hin und schnappe mir alles, was blau markiert ist, ziehe es per Drag and Drop in das andere Fenster und ja, nun muss ich eben warten, bis die Sachen hochgeladen sind. Unten hier im Fenster sehe ich den Fortschritt, ich sehe, wie viele Dateien noch zu übertragen sind und wie viel bereits übertragen wurden. Und ja, jetzt heißt es erstmal abwarten, bis alles hochgeladen ist. Noch ein kleiner Hinweis: In deinem FTP-Programm sollte hier in deiner Installation, in deinem Installationsverzeichnis noch eine Datei liegen, die der Hoster automatisch angelegt hat, zum Beispiel index.htm oder index.html. Das ist so eine Standard-Webseite, die der Hoster automatisch anlegt, so eine Bausteinseite. Hier entsteht die neue Webseite etc. Die solltest du natürlich, bevor du die WordPress-Installation aufrufst, dann auch eben löschen. Ansonsten kannst du auch ganz einfach deine WordPress-Installation eben unter der URL meinedomain.de/wp-admin/install-php aufrufen und dann kommst du auch automatisch auf diese Installationsseite. So, nun haben wir die Dateien hochgeladen per FTP. Nun geht es darum, WordPress ja einzurichten. Du gibst hier oben in deinem Browserfenster die Adresse ein, unter der du dein WordPress installiert hast. In der Regel ist das das Hauptverzeichnis der Domain, also www.domain.de. Solltest du es ein Unterverzeichnis, zum Beispiel das Unterverzeichnis WordPress installiert haben, würdest du halt domain.de/wordpress eingeben. Wenn du das eingibst, ergänzt WordPress automatisch, also leitet automatisch auf diese install.php-Datei weiter. Das brauchst du so in der Form auch gar nicht einzugeben. Und was du jetzt eingeben musst, ist hier zum einen der Titel der Website.
Das kannst du später im WordPress-Admin-Bereich auch noch ändern. Genauso ein Benutzername. Ich rate davon ab, die Standard-Benutzernamen wie Admin, Administrator oder WP-Admin zu benutzen. Rein schon aus Sicherheitsgründen. Passwort schlägt dir WordPress automatisch vor. Ich habe jetzt das Passwort hier mal verborgen. Kann man dann aber auch unter diesem Button dann nochmal anzeigen lassen. Und dann brauchst du noch eine E-Mail-Adresse. Die gebe ich jetzt auch noch ein. Und hier unter diesem Punkt Sichtbarkeit für Suchmaschinen. Wenn ich eine Testinstallation mache, wenn ich eine Installation mache, die noch nicht direkt online gehen soll, dann setze ich dieses Häkchen. In der Regel willst du aber eben, dass deine Seite gefunden wird. Also lasse ich jetzt auch mal offen. Das kann man auch später im Backend nochmal ändern. Gehst du jetzt hier auf WordPress installieren. Und ein kleines bisschen warten. Das dauert immer so ein kleines bisschen. Zack. Und schon bist du drin im Dashboard von WordPress und hast deine nackte Installation von WordPress. Und in dem nächsten Video zeige ich dir, wie du WordPress einrichtest, wie du ein Theme installierst, wie du Plugins installierst und wie du die wichtigsten Grundeinstellungen machst. So, eine weitere Möglichkeit, wenn du nicht an der wp-config.php selbst Hand einlegen möchtest, ist es auch über die WordPress-Installation zu machen. Also ich habe jetzt die Installation nochmal aufgerufen, wie vorhin. Und wenn ich die wp-config.php nicht vorher schon editiert habe, dann bekomme ich hier folgendes Fenster angezeigt. Ich gebe hier, brauche jetzt hier auch nochmal Datenbankname, Benutzername, Passwort, Server und eben dieses Tabellenpräfix. Datenbankname. Kopiere ich mir nochmal hier raus den Datenbankname. Der Benutzername, das ist bei AllInkl gleich. Ich gehe nochmal hier auf mein Bearbeiten, kopiere mir das Passwort heraus, Localhost bleibt. Und hier beim Tabellenpräfix gebe ich halt auch eben etwas ganz Wildes ein, was sich nicht so leicht erraten lässt. Und dann gehe ich auf Absenden und auf Installation ausführen. Auch hier benötige ich nochmal weitere Informationen, die ich hier eingeben möchte. Titel der Webseite. Der Benutzername, der eben nicht Admin sein sollte. Passwort gibt WordPress mir vor und hier gebe ich nochmal eine E-Mail-Adresse ein und bei der Sichtbarkeit für Suchmaschinen lasse ich das Häkchen frei, denn ich möchte ja in der Regel, dass meine Seite gefunden wird, es sei denn, es ist halt wirklich eine Seite, die jetzt erstmal noch als Baustelle, die jetzt noch nicht fertig sein soll und dann lasse ich das eben weg. In der Regel will ich das aber so lassen und dann gehe ich eben auf WordPress installieren. So, und das war es auch schon und hier bin ich im Dashboard und nun zeige ich dir gleich, wie du Themes installierst, wie du Plugins installierst und deine WordPress-Einstellungen vornimmst.